Spiele mit postatomarem oder apokalyptischem Setting sind nach wie vor sehr beliebt, wie The Last of Us gerade wieder bewiesen hat. Und wir haben Naughty Dogs Meisterwerk zum Anlass genommen, euch mal einen kleinen Querschnitt durch das Endzeit-Genre zu geben. Den Anfang machte 1988, um genau zu sein, Wasteland. Und wie schon in seinem geistigen Nachfahr Fallout bereist ihr darin eine offene Welt, löst allerlei Quests und Rätsel, schließt euch mit Begleitern zusammen und vor allen Dingen, Wasteland war eines der ersten Spiele, das eine persistente Welt hatte. Wer sich seit 1988 auf einen Nachfolger freut, der kann aufatmen, denn durch Kickstarter wurde Wasteland 2 jüngst realisiert. Nachdem ja bereits der Publisher einen zweiten Teil nachschob, direkt nach Wasteland, der aber allerdings ein Flop wurde. Und die Entwickler selbst wollten auch einen Nachfolger machen, der aber leider eingestellt wurde, bevor er veröffentlicht werden konnte. Dementsprechend, jetzt ist es soweit mit Kickstarter. Auch in der Final Fantasy-Reihe sind oft sehr dystopische Settings dabei. Besonders hervorzuheben ist hier, was man jetzt nicht im Bild sieht, Final Fantasy VI, in dem ein großer Krieg die Welt verheert hat und ein Regime jetzt quasi die Bevölkerung unterdrückt. Und was ganz besonders toll ist, der Bösewicht Kefka ist einer der besten Bösewichte der Final Fantasy-Geschichte. Über die Resident Evil-Reihe brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viele Worte verlieren. Man kennt die Story, die böse Firma Umbrella macht Biowaffen-Experimente, ein Virus bricht aus und vernichtet nach und nach die gesamte Menschheit. Was besonders ist an der Serie, ist, sie hat den Survival-Horror quasi etabliert. Zwar gab es schon vorher Spiele, die ja im Grunde Survival-Horror waren, allerdings Resident Evil war das erste Spiel, was diesen Begriff quasi färbte. Ein etwas unbekannteres Spiel ist KKND, was für Crush, Kill and Destroy steht. Kam 1997 raus, als Echtzeitstrategiespiele gerade der große Hit waren. Kurz vorher kamen die ganzen Command & Conquer-Spiele raus, kurz danach StarCraft, Warcraft 2 war noch in aller Munde. Und die Macher haben sich halt diesem Hype angepasst und haben ihre eigene Version eines Echtzeitstrategiespiels rausgebracht. Und das Setting ist eben ein ebenfalls postatomares, wie schon bei Wasteland. Es gab einen Krieg. Die Menschheit wurde vernichtet, größtenteils, und die Welt ist ein verseuchter Ort. Und was das Besondere ist an KKND ist, dass es schon vor StarCraft geschafft hat, zwei völlig unterschiedliche Fraktionen perfekt auszubalancieren. StarCraft hat es mit dreien geschafft, aber KKND immerhin mit zweien. Und wenn wir schon über postatomare Endzeitspiele sprechen und Wasteland erwähnen, darf natürlich auch Fallout nicht fehlen. 1997 hat das Ganze angefangen und es setzt eigentlich ja, Wasteland fort. Vor allen Dingen für viele PC-Spieler ein Begriff dürfte die Stalker-Reihe sein. Als eines der wenigen Endzeitspiele basiert die auch auf ja, mehr oder weniger realen Ereignissen. Sie nimmt nämlich die Katastrophe in Tschernobyl zum Anlass. Und bastelt daraus eine fiktive Story, in der ein zweiter atomarer Zwischenfall dort stattfindet und ja, die ganze Gegend halt zu einer verseuchten Zone verkommen lässt. Was das Spiel besonders macht, ist es A, ein sehr gelungener Mix aus Survival-Horror, Ego-Shooter, Rollenspiel-Elementen und Open World. Und vor allen Dingen, was ebenfalls sehr besonders ist, sind Anomalien, die in der ganzen Zone stattfinden. Das sind mehr oder weniger Bereiche, in denen die physikalischen Gesetze außer Kraft gehoben werden. Was man Valve's Hit Left 4 Dead von 2008 zugutehalten kann, ist, dass es für eine Art Zombie-Revival gesorgt hat. Seit den 80er Jahren waren Zombie-Apokalypse-Spiele und Filme eigentlich ziemlich out. Aber Left 4 Dead hat es geschafft, den ganzen Stoff in ein sehr interessantes Spiel zu packen, nämlich ein Koop-Shooter, in dem er teilweise auch die Rolle der Infizierten übernimmt. Das war eine echt schöne Gegend! Shit! Was war das? Vorsicht! Wir stecken hier echt mächtig tief in der Scheiße.
Spiele, die auf der biblischen Apokalypse basieren, gibt es nicht viele. Darksiders ist jedoch eins davon. In der Reihe verkörpert ihr im ersten Teil den Reiter der Apokalypse Krieg, im zweiten Teil den Reiter der Apokalypse Tod. Und was das Spiel so besonders macht, ist, dass es quasi das Zelda-Gameplay, das man von den ganzen Nintendo-Konsolen kennt, in ein etwas erwachseneres Setting transferiert. Als eines der wenigen Videospiele basiert Metro 2033 auf einem Buch und auch hier hat ein atomarer Konflikt die Erde verwüstet. Das Spiel selbst spielt in Moskau, wo sich die Überlebenden in die Metrotunnels geflüchtet haben und jetzt dort ein sehr entbehrungsreiches Leben führen. Und ihr spielt eben einen dieser Überlebenden und müsst eine Verschwörung oder eine mysteriöse Ankunft von dunklen Wesen aufdecken. Und dementsprechend düster ist auch die ganze Atmosphäre. Es gibt Rassismus, es gibt Mord, Vergewaltigung, eben sehr, sehr erwachsene, sehr, sehr düstere Themen und das Ganze ist so in einer ethischen Grauzone angesiedelt, was das Spiel zu was Besonderem macht. Und es spielt sich natürlich auch toll. Eines der etwas anspruchsvolleren Spiele in unserer Liste ist Enslaved, zumindest wenn man die Story betrachtet. Die basiert nämlich lose auf dem chinesischen Klassiker Die Reise nach Westen von 1592 und dementsprechend hat das Ganze einen sehr literarischen, künstlerischen Anspruch. Aber auch die Spielmechanik ist sehr besonders. Man hat neben seinem Hauptcharakter nämlich noch eine weibliche Begleiterin, auf die man mehr oder weniger aufpassen muss. Die kann nämlich nicht selber kämpfen und das ähnelt dadurch sehr, Klassikern wie Ico, wer das von der PlayStation kennt. Allerdings war das Spiel nicht so erfolgreich, weswegen Nachfolger wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Und wenn schon die Entwickler des Ego-Shooters ein Endzeitspiel machen, darf es natürlich in unserer Aufzählung auch nicht fehlen. Rage präsentiert sich dabei aber nicht als reiner Ego-Shooter, sondern als eine Mischung aus Ego-Shooter und Rennspiel. Und was Rage aus der Masse hervorstechen lässt, ist die fantastische KI. Die zahllosen Überlebenden in dem Mad Max-Setting gehen nämlich sehr aggressiv vor. Also sie stürmen auf euch zu, versuchen euch einzukreisen. Und was Ego-Shooter angeht, hat in den letzten Jahren eigentlich nur 4 noch eine ähnliche Qualität erreicht, was die KI anbelangt. Let me go. Und dass es nicht immer nur Action oder Rollenspiel sein müssen, hat Telltale jüngst bewiesen mit seinem Walking Dead Episoden-Adventure. Das basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe bzw. der TV-Serie. Und auch wenn es recht comichaft aussieht, gerade die vielen moralischen Entscheidungen und die sehr, sehr harten Szenen machen The Walking Dead schon zu einem echt extrem packenden Abenteuer. Clementine's gone. I have to find her.